Wir kommen jetzt nicht so richtig drum herum, hier auch mal anzufangen, weil sonst wird das wieder alles nichts mit dem Zeitplan und ihr wollt ja heute auch irgendwann auch nochmal nach Hause. Oder? Test, Test, Test. Ja. Andi, kannst du uns jetzt schon freigeben oder muss gerade noch irgendwas Wichtiges eingestellt werden? Seit 5 Minuten können wir schon reden und dann lässt du uns hier die ganze Zeit nur dummes Zeug reden. Ist ja wie immer. Ich wollte gerade sagen. So, Claudia, übernehmen Sie. Ja, wir fangen mal mit zu dem allgemeinen organisatorischen an, wenn Ralf noch aus dem Rumwinkel rausgeht. Dankeschön. Wir haben jetzt erstmal. Hallo. Schön, so, dass ihr es wieder geschafft habt zum zweiten Tag. Guten Morgen. Entschuldigung, ich bin schon so. Ja, dann mach du doch. Hallo, schön, dass ihr es wieder geschafft habt zum zweiten Tag. Wir sind noch nicht richtig viele. Ich habe so das Gefühl, es fehlt irgendwie noch so ein Drittel oder sowas. Stimmt das? Ja, ne? Wir hoffen, das kommen ja alle. Wir gucken auch gleich nochmal, ob wir neue Ankünfte haben. Ein paar haben wir auf jeden Fall. Und dann können wir mal nochmal eine kleine Differentialvorstellungsrunde machen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar allgemeine Hinweise, organisatorischen Kram und Sonstiges gesammelt. Was wir alles so vorhaben in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen. Naja, in den nächsten Stunden haben wir vor, natürlich erstmal den Podcaster-Workshop hier zu Ende zu bringen. Und in den nächsten Wochen und Monaten steht der 31C3 an, wie vielleicht einige von euch wissen. Und du kannst auch sitzen bleiben, du hast uns gestern gesagt, wir müssen unbedingt stehen. Was schert mich mein Geschwätz von gestern? Und mit dem 31C3 würden wir jetzt auch mal kurz starten. Und Tim, da kannst du, glaube ich, das meiste zu sagen. Genau, der 31. Chaos Communication Kongress, ihr werdet schon davon gehört haben, findet wieder statt vom 27. bis 30. Dezember. Das ist in einem Monat. Und zwar in Hamburg im CCH. Und wir planen da auch wieder vor Ort zu sein. Hat sich an unseren Plänen eigentlich irgendwas geändert? Nee, ne? Bisher noch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Du planst ja immer so weit nach vorne. Und wir hatten ja da letztes Jahr auch schon unsere Präsenz mit dem Sendezentrum und hatten überlegt, sowas Ähnliches könnte man ja mal wieder machen. Waren allerdings nicht so 100%ig davon überzeugt, dass das Konzept, wie wir es das letzte Mal gefahren haben, so wunderbar passt. Und da haben wir uns was überlegt. Wir werden also wieder so einen Bereich haben, der halt teilweise Hackspace ist, teilweise so eine, ja, so eine Bühnensituation wie hier. Nicht ganz so groß wie hier, ich würde mal sagen ungefähr die Hälfte vielleicht. Mhm. Und ja, das können wir dann halt da bespielen, das wollen wir da auch bespielen. Vorzugsweise unter der Mitgestaltung möglichst vieler Leute von euch oder wer sonst noch irgendwie dazukommt. Und die Idee ist, dass wir so tagsüber, also das heißt ja beim Kongress so ab 12, also frühestens ab 12, die Bühne im Wesentlichen eigentlich nutzen, um so Workshops zu machen. Also im Prinzip so das, was wir jetzt hier in den Barcamp-Sessions machen oder auch hier teilweise auf der Bühne, aber quasi Austausch über Medien machen im Allgemeinen, Podcasting im Speziellen, was auch immer. Also wir sind da auch total offen und überhaupt nicht festgelegt. Dafür würden wir dann halt diese Bühne nutzen. Und so eigentliches Podcast-Radio-Programm legen wir dann auf den Abend und wir diskutieren gerade, wie wir diese Idee der Sondersendung für den Kongress noch ein bisschen angemessener gestalten. Ich finde ja, dass wir dieses 5 hoch 3 jetzt einfach auf den Kongress mal mitnehmen. Das könnte man auch machen, ja, zum Beispiel. Also, wir bauen noch mit Timern rum und so, wer Lust hat, uns einen Timer zu bauen. Genau, also wir wollen einfach mal so ein paar Formate, die nicht irgendwie Hacker-Games-Shows sind, ausprobieren. Vielleicht so ein bisschen Late-Night machen, einfach so ein bisschen lustige, nerdische Unterhaltung. Ja, so. Und an sich wird es dort also vor allem auch so natürlich eine Potlove-Ecke geben. Das heißt, da darf dann auch fleißig gehackt werden, wie das ja ohnehin auf dem Kongress angesagt ist. Und wer auch, also ich weiß nicht, vielleicht mal kurzer Test, wer von euch plant, auf dem Kongress zu sein? Vielleicht rede ich ja hier ins Nichts. Oh, nee. Deutlich mehr als die Hälfte. Alles klar. Das überrascht mich jetzt, aber positiv. Und wer von euch hätte sozusagen Lust, so an unserer Ecke auch ein bisschen mit anzudocken in irgendeiner Form? Und wer könnte sich auch zum Beispiel so mal spontan vorstellen, vielleicht auch so den einen oder anderen Workshop da so zu machen?
Da wird es dann schon dünner, aber ein paar Sachen, ja genau. Also das wird sich sicherlich finden und ja, wir bemühen uns da auch ins Programm zu kommen, also zumindest in den Fahrplan zu kommen, dass wir da gelistet sind und dass wir da auch gestreamt werden etc. Haben da also sozusagen schon eine kleine, feine, aber auch nicht ganz unwichtige Präsenz. Was sich da jetzt, also schließt sich nicht aus, dass nicht auch über den Tag verteilt noch Shows ins Programm genommen werden. Benchmark ist Anycast 50 auf der Republika. Und wer Lust hat, was ähnlich Verrücktes zu treiben dort und eine gute Idee hat, kann das gerne bei uns mal vorstellen. Und wir überlegen dann, ob wir das so lustig finden, dass wir es auch mit ins Programm reinheben. Also wer irgendwie Lust auf Show hat und mal auf irgendwie ein bisschen durchdrehen auf der Podcast-Bühne, der kann sich da gerne was überlegen. Es muss jetzt nicht unbedingt durchdrehen sein, aber es wäre ganz schön. Also ernst gemeinter Nachschaubefehl, auch für alle, die das irgendwie nachschauen auf dem Stream. Anycast, die 50. Folge, auf YouTube angucken. Das ist der Goldstandard derzeit für was Podcasting auf Bühnen bedeutet. Dahinter darf es kein Zurück mehr geben. Ja? Schaut euch das an und ihr werdet sehr schnell wissen, was ich meine. Dann haben wir ein paar Monate Pause sozusagen bis zum nächsten Workshop. Tim, du hast die Termine im Kopf. Ich glaub, der PPW 15a. Genau, also ich habe mal einfach den nächsten Termin festgelegt, weil er ohnehin klar ist, weil wir immer das Wochenende vor der Republika nehmen. Und da die Republika immer so nett ist, das auch frühzeitig festzulegen und auch mitzuteilen, ist es also der 2. und 3. Mai. Ich mich jetzt nicht wieder mit dem Tag vertan habe, aber das Wochenende halt vor der Republika. Mhm. Hier im Wesentlichen so wie jetzt. Und nein, man kann sich jetzt noch keine Tickets klicken, aber das lief ja letztes Mal sehr gut. Es lief für diesen Event sehr gut, es ist sehr frühzeitig freizuschalten. Das hat uns sehr früh das Gefühl gegeben, dass die Nachfrage gut ist und dementsprechend werden wir jetzt auch nicht so lange warten. Ja, und ich denke, das Konzept funktioniert soweit. So Verbesserungsideen können wir ja vielleicht auch noch in der Abschlussrunde noch mal ein bisschen sammeln. Wir bauen das nächste Mal auch ins Anmeldeformular den Link fürs Logo mit ein. Genau. Genau. Und der Rest der Logos kommt heute im Laufe des Tages mal irgendwann über den Drucker. So, und weil die Zeit zwischen 31C3 und dem PPW 15A so lang ist, haben wir uns gedacht, dass wir dieses Konzept im Metaebene-Stammtisch ein bisschen ausbauen und in Berlin ein Podcasting-Meetup anbieten. Und da ist es. Hooray. Das habe ich gerade mal eben so noch angeklickt und ihr seht auch, dass da noch nicht wirklich was drin ist. Das wäre jetzt zum Beispiel auch mal so in den Raum geschmissen, wer Ideen für ein schönes Logo hätte und sowas, kann gerne sich mit mir heute im Laufe des Tages in Verbindung setzen. Und hier kommt gerade schon die Anmerkung, er hätte es auch gerne für München. Das ist genau das Ding und das wollte ich euch eigentlich auch damit ein bisschen weitergeben und zeigen. Diese Plattform eignet sich wunderbar, um solche Sachen, also Meetup-Plattform eignet sich wunderbar, um so etwas zu organisieren, zu veranstalten und genau solche Ideen auch mitzunehmen, neuen Städten anzubieten. Die Idee hinter diesem Meetup in Berlin ist so ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist, dass Neuerungen vorgestellt werden können in regelmäßigeren Abständen, auch mal vielleicht ganz andere Sachen noch reingeholt werden können, auch Leute, die jetzt keine Lust haben, zu so einem zweitägigen Workshop zu kommen, vielleicht da mal getriggert werden, hinzukommen. Und zum anderen auch so eine Art Elevator-Pitch würde ich mir eigentlich wünschen, dass man neue Formate, Ideen, die man hat, vorstellen kann, mal ausprobieren kann, wie das so ankommt, sich vielleicht Verbesserungsvorschläge reinholen, dass man unter anderem ein bisschen besser netzwerken kann, auch in der Podcast-Szene. Auch wir kamen gestern auch Frauen in Podcasts, dass die sich besser vernetzen sollten. Auch sowas kann man mit entweder dieser Plattform anbieten oder man kann es eben in diesen Podcast-Meetup mit integrieren auch einfach, dass man dort etwas die Vernetzung vorantreibt. Und der zweite Teil ist, dass man hier auch Hörer möglichst integrieren kann. Wie genau wir das machen und dass man eben nicht, also die Technik und die Hörer treffen, vermischt, das weiß ich noch nicht ganz genau. Genau wie dieser Workshop hier ist das alles etwas im Fluss. Das ist alles im Sinne der agilen Entwicklung und dem Kaizen, es wird das sich auch entwickeln und davon profitieren, dass wir Fehler machen, dass etwas nicht so gut läuft und dass es dann hinterher irgendwann optimal dasteht
und wir hier einfach ein wahrscheinlich einmonatiges bis zweimonatiges Treffen haben. Und ich möchte nochmal die Anregung weitergeben an alle anderen, in allen anderen Städten. Probiert's aus, macht es. Es kostet, also wenn ihr die Plattform nutzt, es kostet ein bisschen was, aber nicht die Welt. Und es hilft vielleicht einfach, dass ihr diese Ideen, die hier entstehen, das Netzwerken und den Austausch von Know-how auch mitnehmen nach Frankfurt, nach München, nach ich weiß nicht wohin. Disclaimer, dahinter steckt wieder eine dieser unseligen NoSQL-Datenbanken. Das heißt, wenn ihr das jetzt sucht, findet ihr es in dieser Sekunde noch nicht. Die sinken das erst so in ein, zwei Stunden durch. Ihr könnt mich suchen. Ja. Personensuche in Meetup geht, glaube ich, auch. Habe ich nicht gefunden. Aber egal. Ja, wir posten hinterher mal einen Link, über den man auf jeden Fall reinkommt. Und wer sich da jetzt schon mal eintragen möchte, es werden da dann die in ferner, naher Zukunft, wir schauen mal, also mein Wunsch wäre eigentlich so, das ab Januar, Februar zu starten, eher Februar, wenn der Kongress vorher steht, dann werdet ihr da auch entsprechend zeitnah darüber informiert, wenn in Berlin hier irgendwas ansteht. Ja, so. Das waren so die Neuerungen von heute. Wer ist denn jetzt alles Neues da? So, wer war gestern nicht da, ist aber heute hier. Handzeichen. Immer noch. Mensch, dann komme ich jetzt aber persönlich zu dir, begrüße dich nochmal und dann kannst du den Rest der Welt. Und vor allem zu unserer Jüngsten Claudia. Erzählen. Achso, die Jüngsten zuerst natürlich. Nein. Ja. Ah. Dabei wusste ich es doch sogar noch. Hallo. Die jüngste Podcaster hier im Raum. Du bist K1, ne? Ja, wenn nicht. Also, hallo, ich bin Ayosha und ich bin beim Podcast. Lass ich dich. Ja, und die machst du mit deinem Papa, dem Sebastian Fiedrich. Ne? Ich finde das gut, dass der Nachwuchs hier so integriert wird. Ja, ich bin Roland, ich mache seit 9 Jahren den Machtdose-Podcast, das ist ein Musik-Podcast. So, das war's schon. Zeit. Ja. Okay, ja, ich hatte eigentlich noch ein paar andere Leute erwartet, von denen ich nicht weiß, ob sie noch kommen, aber wir werden es sehen. Jetzt sind sie nicht da. Chance verpasst. Was haben wir noch Feines? Einen schönen Tag vor uns. Das war's genau, schon. Das ist der Ablaufplan, wie wir uns das heute so vorstellen. Wir hängen schon wieder ein klein wenig so dahinter um 15 Minuten, aber das wird sich irgendwie dann schon so zurechtrudeln oder wir aktualisieren. Wer noch die Essenszeit von dem vorherigen Plan im Kopf hat, ich hatte gestern im Caterer, als er fragte, 14 Uhr morgen, ja geantwortet. Genau, also heute wieder hier mit euren beliebten Stars aus der Podcast-Szene. Es geht los mit Ralf Stockmann, ja, der uns erzählt, wie wir in Zukunft aufnehmen werden. So, dann Falk wird was zu Potseed sagen. Was macht Leute, ihr denn da jetzt schon mit euren Mate-Flaschen? Ist schon die zweite jetzt. Die explodieren tatsächlich von was? Alleine. Die Mate-Flaschen explodieren. Warum das denn? Wenn wir das wüssten, würden wir es abstellen. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Also haltet bitte einen gesunden Abstand zu euren Mate-Flaschen. Vielleicht schaut ihr auch einfach mal, ob noch so leere Mateflaschen, also so halbleere Mateflaschen. Die können nicht halb lecker und nicht explodieren, die müssen voll sein, oder? Es explodieren noch nicht 2 Mateflaschen hintereinander aus dem Nichts. Doch. And so it begins. Irgendwelche Esoterik-Podcaster unter uns, die da vielleicht eine Folge draus machen könnten. Ich sag ja zu deutschem Wasser. Prost. Gut, während die Verletzten herausgetragen werden, vielleicht noch ein paar Anmerkungen. Platzende Mateflasche, kannst du die ausdenken. So, dann werdet ihr noch ein Update zu Podigy, dem Podcast-Hosting von Ben hören. Sebastian wird zu StudioLink vortragen, der Audioverbindung übers Netz und... Ja, dann planen wir ein paar Berichte aus den Samstag-Sessions zu machen, das haben wir uns ja gestern gespart. Und dann, wie immer, die beliebte Barcamp-Planung mit Mike für den zweiten Teil des Tages. Dann das gleichwohl beliebte Mittagessen. Und ja, der Rest ist dann halt Barcamp. So, vielleicht nochmal kurzer Poll.
Wer muss schon um 17 Uhr weg sein? Ein paar Hände, 18 Uhr. Weniger Hände. Noch ein paar Hände, 19 Uhr. Und wer bleibt so lange, wie er will? Ah, okay. Also ich schätze mal so irgendwie so 18 Uhr ist irgendwo so der Sweet Spot. Mal gucken, wie sich das so heute entwickelt, oder? Nee, das ist dann falsch. Also die sind noch nicht angepasst, die Zeiten. Ja, wir passen die Zeiten gleich noch entsprechend an. Das habe ich ehrlich gesagt gleich gelassen, weil sich das nachher sowieso wieder anders rausstellt, als es jetzt. Ja, so. Cornelis bekommt eine Mateflasche überreicht. Attentat. Ich hätte übrigens noch einen anderen Vorschlag, statt jetzt irgendwie Abstand zu Mateflaschen zu halten, mach doch mal irgendwie so Mikrofone dran, das hörte sich schon ziemlich lustig an. So, Atmo. So, ja, danke für die Rettungsaktion hier. Geplatzte Mateflaschen. Tja. Gut, so. Haben wir's? Ralf, wir würgen dich aber auch nach einer Stunde ab, ne? Wir würgen dich nach einer Stunde ab. Ja.